In diesem Video zeigen wir dir verschiedene Hammerlock- und Wrap-Varianten für ein abwechslungsreiches Tanzen ab Salsa Improver Level. Let's wrap into Hammerlock. Die Hammerlock-Wrap-Variante ist deswegen so cool, weil man eben so cool aus einem gleich ins nächste wechseln kann und dann gleich von dem nächsten in das eine zurück. Was ist das eine? Das eine ist Hammerlock, das andere ist Wrap. Du kannst dir das auch jederzeit umdrehen. Schauen wir uns das jetzt konkret an. Tanzen wir mal ein Crossbody Lead in die Doppelhandhaltung und tanzen ein Hammerlock, ein Basic Single Turn ins Hammerlock. Und jetzt schauen wir uns an, wie kommen wir in den Wrap. Zum Beispiel mit einem Entschuffler-Turn, wo der Leader mit dem Follower mitgeht. Das heißt, ich gehe mit dir mit. Jetzt sind wir in einem Wrap und aus dem, natürlich werden wir sie gleich wieder zurück in ein richtiger Art Hammerlock führen. Das machen wir jetzt einmal noch und dann zeigen wir die andere Variante. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Ich bin hier mitgegangen und dann gleich wieder, natürlich, Hammerlock. Jetzt aus diesem Hammerlock, die Variante Nummer 2, führen wir sie zu einem Around the World mit extra Drehung, beziehungsweise auch Whip, wie es genannt wird. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Was ist das? Ha, Wrap. Gut, aus diesem Wrap, Überraschung, führen wir sie in ein Hammerlock. Zum ersten Mal heute in den letzten 3 Sekunden. Und jetzt machen wir das einmal noch mit diesem Around to Wrap. Und jetzt können wir sie hier, die nächste Version, statt zum Hammerlock, ja, es gibt auch tatsächlich eine Änderung davon, wir führen sie so, dass die Hände oben sind und jetzt können wir sie von hier wieder, wie beim ersten Mal, Entschuffler Turn, to Wrap und noch einmal Outside Turn, mit den Händen oben statt im Hammerlock und jetzt können wir wieder Around the World tanzen, 1, 2, 3 und sie wieder in ein Wrap führen. Ein Wahnsinn. Und somit kann man sich hier spielen vom Hammerlock to Wrap, beziehungsweise vom Wrap auch hinauf, nicht nur zu Hammerlock, sondern zur Abwechslung, dass man ein bisschen was anderes macht mit den Händen oben. Und von ihr aus kann man dann wieder zum Wrap führen, beziehungsweise zum Hammerlock, interessanterweise. Und hier zum Beispiel kann man das auch einmal auflösen zu einem Around the World. Das heißt, da gibt es wieder sehr viel Spielwiese, von einem ins nächste zu gehen. Das Gute daran ist, dass es immer mit Links-Rechts-Drehungen auch kombiniert wird. Somit ist es auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und da arbeiten wir eben auch mit Links-Rechts-Drehungen beziehungsweise mit unterschiedlichen Positionen. Einmal haben wir Wrap, einmal haben wir Hammerlock und dann wieder haben wir dann, wo die Hände oben sind und damit haben wir sehr schöne Abwechslung. Als ein Bonus nehmen wir jetzt die Kreuzhandhaltung und schauen uns an, wie dieses Konzept getanzt werden kann, beziehungsweise was muss angepasst werden. Für Hammerlock passt ja sowieso alles, nur jetzt hier für einen Wrap wird sich ein Neck Wrap oder Shoulder Wrap ergeben. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Von hier aus können wir entweder normal aufhören, sprich Outside Turn tanzen, oder wenn wir jetzt weiter zum Outside S-Turn gehen wollen. Und S-Turn, und jetzt sind wir wieder in dem Hammerlock. Jetzt kann man die andere Hand nehmen und zum Beispiel hier ein Around the World mit dem nächsten Neck Wrap und hier wieder dann ausdrehen mit der rechten Hand. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Variationen. Man kann nicht hundertprozentig das eine auf das andere umlegen. Es braucht unter Umständen eine Anpassung. Und noch ein Bonus von einem Bonus wäre von dem Hammerlock in der Kreuzhandhaltung. Wenn wir es von da aus ein Inside Stop tanzen, landen wir gleich in einem Shoulder Wrap und dann zum Beispiel in einem Hammerlock und dann zum Beispiel hier in einem Shoulder Wrap und dann zum Beispiel hier in einem Hammerlock und dann zum Beispiel hier in einem Stress. Das heißt, da kann man sich sehr viel spielen und kombinieren aus dem Hammerlock in ein Wrap bzw. in ein Shoulder Wrap. Viel Spaß beim Ausprobieren!
dieses Video versucht zu inspirieren und falls du mehr ins Detail gehen möchtest oder mehr Tipps genau für die Umsetzung der verschiedenen Elemente brauchst, dann schau doch bei unserer socialdancingacademy.com vorbei und werde ein Member. Den Rabattcode findest du in der Beschreibung. In der Academy findest du nicht nur diese Inspirationen, sondern auch, wie diese ganzen Figuren zustande kommen, wie du sie am besten kombinieren kannst mit anderen Elementen und viel Technik und Know-how. Also schau es dir mal gerne an und gib mal deinem Tanzen einen ordentlichen Turbo bzw. ein cooles Upgrade. Natürlich freuen wir uns immer über ein Like und auch über einen Kommentar, vor allem wenn du es ausprobiert hast und uns auch sagst, ob es funktioniert hat.